Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Ich weiß, ich habe einmal Park gesagt, aber vergessen wir das einfach. In der letzten Folge habe ich mein Park umgebaut. Ich habe mir noch ein paar Ideen in meinem Kopf zusammengesammelt heute Nacht. Und ja, mittlerweile gab es ein neues Update. Neue Forschung verfügbar, Jurassic World Evolution, das gefallene Königreich Dinosaurier-Paket. Sechs neue Dinosaurier. Nutze das Forschungszentrum, um auf die Fossilien des Sinoceratops, des Baryonyx, des Stegomoloch, des Carnotaurus und des Allosaurus zuzugreifen. Allosaurus kenne ich sogar. Den Rest kenne ich glaube ich nicht. Carnotaurus? Ich kenne den Carnosaurus, ja, aber nicht Carnotaurus. Vielleicht ist der immer Carnotaurus. Und ich habe immer nur Carnosaurus gelesen. Das kann sein. Besonders Mutige können auch eine gefährliche neue Kreuzung erschaffen, den Indoraptor. Mal gucken. Aber erstmal möchte ich meine Ideen umsetzen. Und zwar werden wir den Scheiß nicht brauchen. Den reißen wir jetzt ab. Zack. Da spare ich mir den ganzen Kram hier. So, und das hier kann auch weg. Denn wir werden vielleicht sogar hier oder woanders. Mal gucken. Oder hier. Dann müsste der See weg. Hier möchte ich einen anderen Park machen. Wir machen das hier am besten, hier in der Ecke. Hier in der Ecke ist, glaube ich, ganz gut. So, Gehege, Entwicklungslabor. So, das war, welcher Taste konnte man drehen? Ach ja. So, jetzt habe ich's. So, Strom haben wir hier auch, ne? Ja, da. Gut. Dann das erstmal gerade hinzukriegen, ne? So. Da packen wir den hin, dann bauen wir nämlich einen kleinen Zaun. Denn hier werden wir einfach die Dinos ausbrüten lassen. Und dann werden wir sie einfach da ins Gehege verschiffen, wo wir sie möchten. Dann müssen wir nämlich dieses Gebäude nicht tausendmal bauen, sondern müssen es nur einmal bauen. Und das ist der springende Punkt. So. Umspannwerk. Platzieren wir es hier einfach an die Seite, das stört es auch nicht, ne? Juhu. So, und wir haben einen Abschluss für diesen Weg. Ist auch nicht schlecht. So. Das dazu. Jetzt möchte ich gerne den Weg hier kurz mal wegmachen. Und mir wurde gesagt, ich kann mit der Leertaste Kurven bauen. So. Das müssen wir auch gleich mal testen. Tada! Wunderschön, wie die Leute hier rumlaufen. Guckt es euch an. Alle glücklich. Als ich jünger war, habe ich Erfolg über Geld definiert. Jetzt sehe ich das anders. Aber mein jüngeres Ich wäre verdammt beeindruckt davon gewesen, was sie bei diesem Auftrag erreicht haben. Und mein älteres Ich finde das auch ganz gut. Ich habe gar nichts gemacht. Kann ich hier auch bauen? Ne, ich muss hier bauen, ne? So, dann machen wir mal so. Tja, das dürfte eigentlich reichen, wenn wir das so machen, ne? Bis hierhin. Dann gerade dahin. Gerade runter. So, das dürfte reichen für den Anfang. Später werden wir wahrscheinlich den Zaun noch aufwerten müssen, wenn da wirklich größere Sachen rauskommen. Aber jetzt können wir im Brutkasten ja etwas machen und dann können wir die Dinos einfach wegverschiffen. So sparen wir uns halt sehr viele Gebäude. Und da wir jetzt Kurven machen können, würde ich hier gerne eine Kurve machen. Ja, reg dich ab, Spiel, reg dich ab. So. Tatsächlich da. Seht ihr das? Ich kann eine Kurve machen. Ha. Das heißt, wir machen so. Warte. Ach, das ist der Kurvenmodus. Okay, so. Dann so. Warum kann ich mal nicht einfach komplett durchziehen? Das ist so lame.
So, dann muss ich das hier nochmal abreißen. Ich will das nämlich richtig schön haben. Es wäre kacke, wenn es nicht schön ist. So. Leertastenmodus. Wie kacke sieht das denn aus? Ach so. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Dann müssen wir es richtig kurvig machen, ey. Kacke. So, aber es sieht schon besser aus. Auch wenn wir da eine Kurve drin haben. Was soll's. Es sieht schon vernünftiger aus. Vielleicht sollten wir hier einfach durchziehen. Hier dann einfach um das Ding herum vielleicht sogar. Ersparen wir uns für später auf. Wir wollen erstmal unsere Dinos wieder aufstocken. Was haben wir überhaupt noch für Dinos? Wir haben einen Jürgen. Und den CRT-003. Der Triceratops, die dürfen draußen frei rumlaufen. Da habe ich kein Problem mit. Sehr schön. Ja, cool. Und hier kommen dann unsere Fleischfresser rein, weil die, ja, ganz ehrlich, die tun niemandem was. Die freuen sich einfach ihres Lebens. Guck hier, haben Geborgenheit voll. Oh, Nahrung. Okay, wie machen wir das mit der Nahrung? Wenn wir... so eine Beobachtungsgalerie bauen, ne? Hier ging's doch gerade irgendwo. Ich hab's ganz genau gesehen, Spiel! Wenn wir das hier so hinbauen, können sie nämlich das alles mit ansehen. Plus die Fütterung können sie auch sehen. Tada! Wie sieht es mit unserem Wirtschaft aus? Ey, wir haben so viel Geld, 6 Mille. So, Kleiner! Friss! Sehr schön, läuft doch. So soll's sein. Gut, jetzt müssen wir erstmal unsere Dinos wiederherstellen. Und ich werde dann im nächsten Part die nächsten Namen raussuchen. Erstmal brauchen wir 2 davon. So, haben wir schon Forschungszentrum und alles? Kein Strom? Wo? Wie? Ungenutzter Strom, okay. Wo habe ich denn keinen Strom? Da war ja was. So ein Kack. Gut, müssen wir es erstmal so hinnehmen, ne? Das können wir später alles nochmal ein bisschen hübscher machen. Wenn wir ein paar mehr Gebäude frei haben, werden wir alles sowieso noch ein bisschen umgestalten. Dann werde ich hier definitiv einen Rundgang machen. Plus noch eine Schau hier. Dinosaurier kann freigelassen werden. Cool. Ja, kennen wir schon. So, Hubschrauberdepot und so weiter haben wir, ne? Ja, da. Helikopter, Aufgabe hinzufügen. Den hier betäuben. So. Könnte ein neues Team hinzufügen, muss ich aber nicht. Ja, sehr schön. Euch geht's auch gut? Nahrung ist okay. Liebe Gäste, wir sind Hochfreund eines Trotheominus im Haus gekommen. Oh, wie cool. Die sagen da sogar was. So, Lebenbeute haben wir auch, ne? Ja. Die haben hier eindeutig zu wenig Wald. Wir sollten noch ein bisschen Wald hinzufügen. So. Wie sieht's jetzt aus, Mädels? Graslandwald, ja, alles schön voll. So soll's sein. Alter, habe ich das hübsch hingekriegt, oder was? Ich find's toll hier. Hier wäre ich auch gerne. So, Transportteam. Produkt muss eingesammelt werden. So, dann holen wir nämlich den nächsten direkt ab.
Ich würde aber gerne. Haben wir Forschungszentrum und so weiter schon? Nee. Müssen wir noch machen. So, der wird jetzt. Nee, der wird jetzt abgeholt, ne? Gut. Helikopter. Hätte direkt beide betäuben können, ne? Egal. Das passt schon so. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Betriebsgelände und zwar ein Expeditionszentrum. Das haben wir, soweit ich weiß, noch nicht. Das können wir auch hier schön hinquetschen, glaube ich. Das wäre so cool, wenn es passen würde. Passe bitte. Bitte. Guck mal, wie cool das wäre. Oh, das passt, das passt, das passt, das passt. Beginne Produkttransport. Da war es gerade. Ja, da. Ja. Boom. Schön noch mit reingequetscht. Sehr schön. Betriebsgebäude, was haben wir da? Fossilienzentrum. Dich kann ich nicht zufällig hier noch reinquetschen. Nee, du bist zu groß. Aber hier passt du hin. So. Schön gegenüberliegend. Du bist frei! Mein Kleider, solange du nicht die Leute angreifst, aber ich glaube nicht. Transport abgeschlossen. Sieht so aus, als hätte er irgendein Ziel. Na gut, wir müssen auf jeden Fall noch einen machen, damit er hier im grünen Bereich ist. Also machen wir noch einen Triceratops. Ein Triceratops wird gemacht. So. Die Gewinnspanne sieht gut aus. Jawohl. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Ja, cool. Die Eierköpfe wollen diesmal eine Menge Fossilien. Hoffentlich basteln sie etwas mit vielen Zähnen. Führen sie zwei erfolgreiche Expeditionen zu Grabungsstätten durch. Ja gut, das ist easy. Das kann ich machen, wenn das fertig ist. So. Ach so, habe ich doch. Gut, was haben wir hier? Standort erschöpft. Ach so, na gut. Cerito, irgendwas. Aber davon habe ich doch schon ein. Habe ich ja doch alles komplett, oder? Ah. Toll, danke fürs Sterben. Ja, 100% habe ich da schon. Warst ja nicht irgendwie teuer oder so. Gott verdammt, ey, 300.000 für nix. Was haben wir hier? Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Sehr seltsamer Name, aber passt zu China. Vervollständigen Sie ein neues Genom zu 60%. Gut, kriegen wir auch noch hin. Fossilien ansehen. So, Triceratops DNA extrahieren. Das verkaufen wir 40.000. Easy. Ja, ich würde sagen, es sieht schon nicht schlecht aus. Diese Ecke gefällt mir noch nicht so ganz. Das wird noch besser gemacht. Das Hotel wird es besucht. Park überfüllt 0%. Nice. Info. Da. Was? Info. Hotel 4. Hotel 4. 0 Zeiten. So. Ist ein leichter Name, kann man sich merken, ne? Guckt euch an die ganzen Leute, wie sie alle da hinten hinlaufen. Und wofür? Ich weiß es nicht. Einfach komplett umsonst. Mir gefällt ehrlich gesagt, das hier gefällt mir sehr. Ich kann hier sogar noch ein Stück Wald hinpacken. So. Guckt euch an, wie nice das ist. Einfach noch ein Stück Wald. Holy shit. Der freut sich auch. So, dann möchte ich gerne noch ein bisschen Grasland hierhin machen. Einfach damit sich da die Viecher wohlfühlen. Und ihr bekommt auch noch ein bisschen Grasland. Da, wo man euch sehen kann. So, und hier dünnt das halt langsam aus, ne? So. Coolio. Was haben wir noch? Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der an einer Futterstation frisst. Dafür brauchen wir erstmal jemanden, der hungrig ist.
Was ist das denn? Ach, der hängt da im Wald rum. Was geht da mit euch ab? Haben die Angst vor dem Dino oder was? Ich glaube, die haben Angst. Huch, da ist doch der neue Saurier. Nice. Ich glaube, die haben alle Angst vor dem da. Der tut euch doch nichts. Wir brauchen doch ein Gehege für die Pflanzenfresser. Guckt euch an. Okay, wir machen ein Gehege für die Pflanzenfresser. Ist in Ordnung. Aber, das heißt, theoretisch kann ich ein rundes Gehege machen, nicht wahr? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Weißt du, wenn ich hier die Leertaste drücke? Ja! Rund! Rund! So. Nein, das war. Ach. Ist nicht perfekt abgerundet. Das muss weg. Ich bin ein Perfektionist, Freunde. Übrigens, ich muss euch informieren an dieser Stelle. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe, aufzunehmen. Was so viel bedeutet wie. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge hier wird. So. Er ist ein bisschen klein, ne? Findet ihr nicht? So sieht das übrigens aus, wenn ich mit der Hand Herzen zeichne. Total beschissen. Ich kann keine Herzen malen. Die eine Seite ist immer sehr, sehr seltsam. Ja, ich male Herzen zwischendurch. Nicht für mich. So, okay. Ja, gut, dann. Ja, der Expedition erstmal ansehen. Schade, ich hätte die gerne recht draußen rumlaufen lassen. Sehr, sehr gerne. Aber es geht offensichtlich nicht. Triceratops. Ja, Triceratops muss ich eh noch vervollständigen. So, das war das Expeditionsteam. So, ich möchte gerne eine Aufgabe hinzufügen. Und zwar betäubt den. Betäubt den. Wo ist der letzte? Hallo? Dino? Ach, Aufgabenliste voll, aber trotzdem. Ich hatte zwei davon. Oh. Okay. Der ist immer noch betäubt. Upsi. Okay. Nein, ich muss mich hier noch zurechtfinden. Transport. Den da rein. Ich frage mich, ob die automatisch da eine Brücke hinmachen, wenn wir mit dem Wasser hier fortfahren. Tun wir einfach so, als wäre das eine Brücke. Und was ist hier jetzt los? Ach, weil da der Dino landet. Habe ich mir eine gute Position ausgesucht. So, ein bisschen Wald muss sein. So, dann machen wir nämlich eine. Produkttransport im Gange. Einen davon hier hin. So, dann möchte ich gerne noch ein bisschen Grasland machen. Natürlich nur am Wasser, weil es hier realistisch ist, dass hier nicht am Wasser natürlich das ganze Grasland ist. Nicht so wie hier. So. Und dann bauen wir ein Beobachtungsding ins Kirchenziel hin. Bietet schnelle Luftunterstützung. Rangerstation haben wir alles, ne? So. Das dazu.
Dann können wir eigentlich... Ja, komm, was soll's. Hey, wie ich höre, war die Expedition ein Erfolg. Sehr gut. Ja, gib mir das Geld und verpiss dich. Ich habe mich schon um Strom gekümmert. Ich bin schneller als du, Spiel. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Weg ins Gehege rein. Weil wieder schief und krumm wird. So. Ist das jetzt nur bei mir so oder ist die Musik verdammt laut? Ich guck mal kurz in meine Aufnahme. Ich glaube, das ist nur bei mir so. Mal sehen, ich werde es ja sehen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Pflanzenfresserparadies. Ach ja, die sind ja betäubt. Transportteam. Ein Transportteam. Ne, ich. Okay, komm. Wenn wir schon mal hier sind. Da ist mein Transportteam. So, ich möchte den da reinhaben. Um Produkt einzusammeln. Und den auch zur da rein. Erholung des Produkts unterwegs. Ist vielleicht ein bisschen klein. Vielleicht mache ich das Gehege einfach noch ein bisschen größer. Halt einmal hier komplett durchziehen. Weil es ist echt ein bisschen klein, ne? Mal gucken, wir werden ja sehen, was die dazu sagen. So. Ein Dino ist schon mal da, der ist am Fressen. Verdammt. Kriege ich das noch hin? Wenn man jetzt das Spiel pausieren könnte, um mit dem Ranger-Team da kurz hinzufahren, ey. Robo, schnell! Aus dem Weg! Mach das Tor auf! Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Okay, Foto machen. Ich komme zu spät, ne? Transport im Gange. Warum hörst du jetzt auf zu essen? Warum? Mist. Übernehme das Steuer. Oh, ist das bitter. Oh, ich hätte es schaffen können. Ich hätte es einfach schaffen können. Die Gewinnspanne sieht gut aus. Ja, ich... Danke. Gewinn pro Minute 142. Ja, ja, ja. Das ist wenig. Mal gucken. Ich muss einfach gucken, ob... die Dinos, die jetzt angelaufen hier kommen, Hunger haben. Von denen kann es echt nicht genug geben. Alter, wie lange braucht ihr denn? Guck mal, das kleine Viech wiegt nicht so viel. Das wiegt viel. Und der braucht doch so eine Stange. Wie er da liegt. Kann ich, nee, ich kann da nicht drauf drücken. Schade eigentlich. Eines Tages mache ich das hier auch rund. Eines wunderschönen Tages. Oh, euch geht's gut, ja. Oh. Was machst du da in der Ecke? Produktzustellung bestätigt. Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Erhöhen Sie Ihre Dinosaurierbewertung auf 2,5 Sterne. Oh, gutes Griechen. Produkt wurde zugestellt. Du läufst jetzt aber nicht raus, oder? Grasland. Ist dir das zu wenig? Ich habe doch voll viel Grasland gemacht. Naja, denen geht's, glaube ich, gut. Ich weiß zwar nicht, was er da macht, aber wir ignorieren ihn einfach. So. Nein! Nein! Mein Team! Nein, wieso seid ihr wieder hier? Bleibt doch da! Och Mann! Das gibt's doch nicht! Aus dem Weg! Heiß und fettig! Mach schon auf! Nein, das ist doch nicht denn... Diese dreckige Scheiße! Kann ich euch nicht sagen, bleibt hier
Aufgabe zu rügen. Hier bleibe! Sabotieren, Gegenstand sabotieren, Gebäude neu starten. Achso, sabotiert das Gebäude neu starten. Okay. Ich dreh durch, ey. Hast du Hunger? Ja, der hat Hunger. Nein, du bleibst jetzt hier. Weißt du was? So. Das muss doch in die andere Richtung gehen. Scheiße, ich muss mich beeilen hier. Nein. Du bleibst da jetzt. Ranger Team 2 kann keine Route zum Ziel finden. Ist mir scheißegal. Wir warten jetzt, bis da irgendein verdammter Dinosaurier was frisst. Und ich glaube, der geht gerade hin. Deswegen beeilen wir uns mit der Expedition. So. Ja, machen wir hier mal. Geh fressen. Geh fressen. Jetzt dreh dich um. Ist perfekt. Sie haben ein Auge für Bildkomposition. Vielen Dank. Geht doch, jetzt kannst du dich verpissen. Ich brauch dich nicht mehr. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Es hat einfach ausgesehen, ich musste die Penner einsperren, damit sie nicht abhauen. Das fand ich einfach. Mann. Okay, aber der Park läuft, Freunde. Der Park läuft. So. Genau. Lassen wir den mal frei, ne? Haben wir noch Fossilien am Start? Nein. Aber wir haben doch, Moment. Was ist denn... Haben wir jetzt alle Gebäude wirklich schon gebaut? Betriebsgelände. Hey, Sie haben da einen Triceratops ausgebrütet. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Ich weiß nicht, wo der süß aussieht. Aber gut. So, ich möchte gerne mein Hubschrauberteam haben. Aufgabe hinzufügen. Betäube dieses Viech. Und wir werden direkt neue Saurier ausbrüten. Wir sind nämlich beim Edmontosaurus. Wir machen immer zwei von jeder Art erstmal, bis wir später bemerken, dass das Kacke war. Und dann machen wir es nicht mehr. Das ist der Plan. So, dann brauchen wir hier nämlich schon das Transportteam. Der weiß schon, was abgeht. Gleich kriegst du den schönen Pfeil in den Nacken. Ein Ei in der Helmut 7 ist nicht geschlüpft. Cool, danke. Danke für nichts, Spiel. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Beide! Ihr wollt mich doch verarschen. Wie viel Prozent habe ich? Du willst mir sagen, dass ich bei 80% zwei Fehlschläge hatte? Ihr seid doch scheiße, seid ihr. Ich fühl mich gerade echt nicht nett behandelt von dem Spiel. Echt nicht. Ist echt kacke, ist das. Naja. Ja gut, dann brauche ich dich auch nicht. Tschüssi. Später vielleicht wieder. Jetzt aber nicht. Vielleicht haben wir irgendwann Tiere, die... ganz, ganz viel Wasser brauchen und dann können wir sie da einsperren. Aber fürs Erste muss das reichen, so. Ich finde es kacke, dass es hier keine Brücken gibt. Sieht schon merkwürdig aus. Produkt wurde eingesammelt. Jetzt sind sie dauerhaft am Fressen hier, ne? Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Wo? Fleischfresser? Okay, danke für die Info, Ranger Team, Aufgaben. Bitte nachfüllen. Ist ja nur scheiße teuer, ne? Aber ihr könnt da direkt reinfahren. Wie cool ist denn das gemacht von mir, Freunde? Wie cool ist das gemacht? Dann schleichen die sich hier einmal durch den Wald, damit sie nicht gesehen werden. So, aber ich habe doch schon Dinosaurier über zwei Sternen. Ja, da.
Der hier zum Beispiel. Der hat mehr als genug Sterne. Wie reagierst du jetzt auf den? Ah, läuft weg. Na guti, guti, guti. Neue Expedition. Ich finde, die Expeditionen gehen verdammt fix. Triceratops habe ich jetzt eigentlich genug, ne? Ich hätte ehrlich gesagt mehr Fleischfresser gerne. Ich weiß nicht, wir haben eine Art von Fleischfresser. Wie kacke ist denn das? Wieso sucht er? Ach, ich denke mal, dass das Dunkle das Wasser ist. Setzt weitere Expeditionen voraus. Ich expediziere doch schon die ganze Zeit. Ich mach doch nichts anderes mehr. Go, go! Ja, endlich Erfolg. So, Triceratops haben wir eigentlich schon fast, ne? Haben wir eingesagt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Bitteschön. Das müsste ich jetzt auch gleich hinkriegen, ne? So, jetzt warten wir noch, bis der zweite da rauskommt und dann transportieren wir sie beide auch hier rein. Bestand sieht noch ganz gut aus. Da passt ja noch einiges rein hier ins Gehege, ne? Ja. Sehr schön. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne hier nochmal reinschauen. Dinosaurier. Wir haben jetzt den Dracorex neu freigeschaltet. Wir haben den Huia-Haus-Fluhahat gesehen. Freigeschaltet und ja, fehlen auf jeden Fall noch ein paar Dinos und der hier, auf den freue ich mich schon. Grabungsstätten interessiert niemanden, Archiv interessiert niemanden. Ich habe übrigens alle Jurassic World und Park Teile nachgeholt, also ich weiß jetzt hier, was Sache ist. Wollte ich nochmal gesagt haben. Forschung. Anlage nicht gebaut, sie müssen auf der Insel ein Forschungszentrum bauen. Habe ich das noch nicht? Betriebsgebäude, Forschungszentrum. Ah, du bist ja ein kleiner Fifi. Kann ich dich hier irgendwie reinquetschen noch? Schade, es würde sich eigentlich perfekt ergänzen, ne? Wenn der Zaun da nicht wäre. Ich sehe den jetzt erst. Aber ansonsten passt du ja eigentlich hier ganz gut rein. Und du hättest sogar noch Strom. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Quetschen wir einfach alle Betriebsgelände hier noch mit rein. Oh, noch ein bisschen mehr gerade, bitte. Ein bisschen mehr gerade. Ich würde das gerne irgendwie präziser machen können. Drehst du ja durch bei dem ganzen Scheiß. So, jetzt nehmen wir noch ein Stück Wald. Dann kriegt ihr hier nämlich noch ein bisschen. Das ist doch nicht Wald. Das ist Wald. Damit das halt für Besucher nicht so unschön aussieht, ne? So. Dann sieht das aus, als wäre das ein und derselbe Wald und da wäre kein Zaun. Ist kein Strom? Ja, du Strom! Wie sieht's denn hier aus? Ungenügend Strom 4. Solange der Strom hat, ist das jetzt nicht so schlimm. Ich würde nämlich da jetzt gleich dann erforschen, dass wir ein bisschen mehr Strom haben. Ich glaube, das dürfte schon reichen. Ah ja, Helikopter, Aufgabe, betäuben, betäuben. So, das ist jetzt nämlich fertig. Und jetzt können wir nämlich Gebäude-Upgrades. Strom. Forschungszentrum benötigt 2. Habe ich dafür 2 Forschungszentren? Ist es das, was mir das Spiel sagen will? Oh, Insel kann nur ein. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Forschung abgeschlossen. Ach so, wir hatten doch eine Forschung im Bau. Hä? Hallo?
Ich würde das gerne machen. Achso, ich habe da schon überall einen Punkt drin. Das ist natürlich. Das ist natürlich Kacke. Jetzt haben wir hier keinen Strom. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich weiß, was wir machen. Wir nehmen nämlich den hier und führen den einfach hier komplett durch den Wald, wo man ihn nicht sieht. Da! Problemo fürs Erste gelöst, du. Gut, Freunde, da ich nicht weiß, wie lange die Folge jetzt schon geht, höchstwahrscheinlich 40 Minuten, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann hoffe ich mal, dass wir neue Dinos langsam an den Start kriegen. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Sinoceratophossil. Ja, dann kriegen wir neue Dinos. Oh. Oh. Gib mir den Sinoceraptor. So, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich krieg eine Quest für etwas, was ich nicht kriegen kann? Geil. Danke. Danke für nichts. Ja gut, dann vielleicht beim nächsten Mal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.